She didn't love you back, all she did was leave a hole in your chest. Good morning in the morning, ihr Mäuse. Ich bin immer noch besoffen, so viel dazu. Aber erstmal herzlich willkommen zu einem neuen Video, herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Ich mache mich gerade fertig, denn heute steht einiges an. Ich dachte, ich nehme euch mit. Ich möchte nämlich erstens Passbilder machen in der Stadt, weil ich habe jetzt eine ganz verrückte neue Idee, und zwar möchte ich mich bei einer Ausbildung bewerben. Keine Ahnung, wie dieser Sinneswandel jetzt kam. Ich mache das einfach heute mal. Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll, wenn man auch total besoffen ist. Ich war nämlich gestern feiern. Es war gestern Dienstag. Und ich dachte eigentlich so, weil ich musste mit Labend arbeiten, so bis 10. Und dann dachten wir so, ja, okay, gehen wir mal in den Club. Schauen wir mal, was da so geht. Auf einmal kam Dimitrios, sein Roommate, also der Freund von meiner Schwester und sein Mitbewohner, die kamen. Dann waren da noch so andere, mit denen ich auch zusammen arbeite. Dann kamen noch irgendwie Freunde von denen und im Endeffekt waren wir so 15 Leute, die zusammen in den Club gegangen sind. Und es war ein super lustiger Abend. Ich habe die ganze Zeit Getränke ausgegeben bekommen. Und dann, gut, war ich halt auch erst so um 5:30 zu Hause und bin immer noch besoffen. Ich hoffe, der Kater wird nicht so hart kicken. Aber schauen wir mal, was wird. Ich hatte gestern so einen hohen Zopf. Jetzt müssen wir versuchen, irgendwie eine gute Frisur hinzubekommen für Passbilder. Ich habe mich inspiriert an diesem Passbild-Ding. Dann muss ich in die Stadt, ich muss kurz zum Arzt. Ich muss nämlich meine Pille neu holen. Dann muss ich Sachen kaufen für meinen Urlaub bei DM, weil ich fliege am Samstag nach Alanya in die Türkei. Und ich freue mich unnormal. Endlich wieder braun werden. Was ist hier los mit dem Wetter? Keiner weiß. Das ist so mein Plan für heute. Und morgen, wo ich euch auch mitnehme, fahre ich mit Malti nach Köln. Weil wir wollten so einen kleinen Shopping-Day machen, um noch so Sachen zu kaufen, also Klamotten, süße Klamotten, für unsere Urlaube. Wir fliegen nach Alanya und dann eine Woche später noch nach Barcelona. Und dafür brauchen wir ganz dringend neue Klamotten, das ist ja klar, oder nicht? I got ready. Ich habe meinen Zopf jetzt ein bisschen höher gemacht. Ich glaube, das ist besser für Passbild. Also sehe ich aus wie ein Ei. So sehen wir jetzt aus. Das ist jetzt das fertige Endresultat für mein Passbild. Schauen wir mal, was wird. Wir befinden uns bei Zara in der Umkleide. Ach, du liebes bisschen, ne? Wenn ich das alles kaufe, dann freuen wir uns auf einen neuen Monat mit Gehalt. Ich glaube nicht, dass ich das alles kaufen werde. Aber es gefällt mir voll gut, was ich mir hier gefunden habe. Es ist ganz toll. Ich fühle mich so hässlich, dass ich auf gar keinen Fall heute dieses Passbild machen gehe. Das ist gar keine Option, dass ich das heute machen werde. Naja, ich probiere jetzt die Sachen mal an. Ach, sind ganz tolle Sachen. Gut, da fällt es mir ja schon entgegen. Okay. Ich habe gerade, wir haben bei Zara ein bisschen was geshoppt. Oder habe ich nicht so viel gekauft? Also ich habe ganz viel anprobiert, ne? Aber ich habe nicht so viel gekauft. Und ich habe gerade zwei so geile Schuhe gekauft. I love it. Ich zeige euch die später. Und noch Ohrringe. Ja, und jetzt haben wir beschlossen, wir müssen aufhören zu shoppen, weil das geht hier ganz verrückt. Wir gehen crazy. Ich bin so glücklich. Ey, wir haben so coole Sachen geshoppt. Ich muss euch das jetzt einfach alles unbedingt zeigen. Es ist ein bisschen ausgeartet, sage ich mal so. Aber so geile Sachen haben wir geholt. Also erstmal habe ich mir hier so einen Top geholt bei Zara. Dann habe ich mir hier so einen Korsett-Jeans-Stuff geholt. Das sieht so gut. Ich finde, das sieht unnormal schön aus. Und eine Sache habe ich mir noch geholt. Und zwar so einen Rock. Weil ich dachte, könnte cool aussehen mit dem. Weil ich wusste nicht, was ich darauf anziehen soll. Ich wollte einen schwarzen Rock, aber habe ich nicht gefunden. Ich habe den hier auch gar nicht anprobiert. Dann, Leute, war ich Schuhe shoppen. Das Ding ist, ich brauchte wirklich ganz dringend neue Sneaker. Und zwar habe ich mir hier einfach so Basic Weiße geholt von Karl Kani. Die sind mega. Das sind einfach Basic Weiße Schuhe mit einer hohen Sohle. Und das ist genau das, was ich gesucht habe. Ist mega. Und dann waren da diese Schuhe. Und ich dachte mir, ich mag die eigentlich nicht, weil das so gerade dieses Ding ist, was so halt ein Ding ist. Aber irgendwie fand ich die richtig cool und dann habe ich mir sie halt einfach gekauft. Da habe ich mir einfach nochmal weiße Socken mitgenommen. Stimmt, ich habe mir noch so Ohrringe geholt, auch in diesem Schuhladen. Ja, ist jetzt, keine Ahnung. Weil das Ding ist, die habe ich mir mal in Singapur geholt. Die sind jetzt nicht die beste Qualität. Und ich kaufe mir einfach ab und zu so große Kreolen, so kleiner Napf nach. Dann haben wir noch ein paar Sachen bei DM gekauft, weil ich brauchte halt so Aftersun und sowas
für den Urlaub. Da zeige ich euch aber jetzt nicht, weil das ist uninteressant. Wir probieren das jetzt mal an. Und dann schauen wir mal, wie es aussieht. Ich hoffe, dass dieser Rock passt. Das Ding ist, Leute, gar nicht mein Style. Ich sage ja nicht, aber gut. Ja, der Rock ist auf jeden Fall zu groß. Ich habe mir das schon fast gedacht. Also eigentlich finde ich, sieht der schön aus. Ich musste nur, also Leute, das ist ja wirklich viel zu groß, ne? Also das sind auf jeden Fall die Schuhe. Mann, ich finde das Oberteil eigentlich schön, aber ich habe keine Taille in dem Oberteil. Gut, ich gebe es zurück. Aber der Rest war alles super. Ich hatte schon einen produktiven Tag, ich weiß nicht warum. Ich bin irgendwie heute schon um 6 Uhr morgens aufgewacht. Und dann war ich auch im Gym. Ich habe meinen neuen Planner geschrieben für diesen Monat, weil sonst habe ich wirklich gar keine Übersicht über mein Leben. Ja, jetzt treffe ich mich noch mit einem Freund, weil Malti muss noch bis 15 Uhr arbeiten. Das heißt, wir fahren erst so gegen 15 Uhr dann nach Köln. Leute, ich sage euch aber ehrlich, ich hatte heute Morgen so eine Benachrichtigung von Skims, so 25% off, und dann habe ich mir bei Skims was bestellt, weil die hatten auch mal finally meine Größe und ich wollte halt schon unnormal lange bestellen, und da habe ich jetzt mir eventuell ein paar Sachen bestellt. Dann habe ich geträumt von einer Bluse, die ich unbedingt haben will, da habe ich mir die auch noch bestellt. Ach, ich habe nichts zu sagen zu meiner Verteidigung, ich sage euch ehrlich. Aber übermorgen geht es dann auch schon in den Urlaub, ich freue mich unnormal. Okay, see you in Cologne. It's always dark before the light. There is a tunnel before you run. You gotta stumble. Ooh. When you fall in love. Also bei Zara. Ich habe mir das mitgenommen. Keine Ahnung, was ich da drunter ziehen soll. Und irgendwie so eine grüne Hose. Wir probieren das jetzt mal an und schauen, was wird. Also die Hose finde ich auf jeden Fall sehr cute. So sieht die von hinten aus. Also ich glaube, die nehme ich. I am back home. Ich habe irgendwie so gottlose Bauchschmerzen nach dieser Bowl. Ich weiß auch nicht, die war sehr lecker, aber ich habe richtig krasse Bauchschmerzen. Auf jeden Fall, ich habe mir heute ja diese Hose geholt von Zara. Die finde ich very cute. Ist irgendwie mal eine andere Farbe. Geht halt auch so ein bisschen lockerer, aber auch nicht so unnormal baggy. Und dann waren wir noch im Second-Hand-Laden in Think Twice. Und da habe ich mir noch diesen Pulli geholt aus der Männerabteilung. Ich liebe so große Pullover. Und wenn man keinen Boyfriend hat, von dem man sich Pullis leihen kann, dann kauft man sie sich halt eben selber aus der Männerabteilung. Auf jeden Fall muss ich jetzt mal meinen Koffer packen. Wir gehen wahrscheinlich morgen doch nicht zu dieser Feier. Aber normalerweise, hallo, müsste doch eine neue Folge Ex on the Beach draußen sein, oder bin ich... Weil das wäre nämlich gerade meine Motivation, den Koffer jetzt schon zu packen. Neue Folge! Geil, okay. Da muss ich jetzt wohl meinen Koffer schon packen. Okay, Friends, ich glaube, ich habe jetzt alles soweit mir rausgesucht, was ich mitnehmen möchte. Aber das ist auf jeden Fall so die Sachen, die ich jetzt für eine Woche eingepackt habe. Ach, cute, das passt ja sogar von den Farben. Ja, ich glaube, das ist eigentlich in Ordnung. Falls mir noch was einfällt, dann kann ich ja noch nachpacken. Good morning, Friends. Ja, ich habe mich jetzt fertig gemacht für die Arbeit. Ich habe irgendwie richtig schlecht geschlafen diese Nacht. Mir war einfach viel zu warm. Aber jetzt bin ich fertig gemacht. Ich überlege gerade, ob ich meine neue Hose anziehen soll. Ihr könnt die nochmal sehen. Vor allem, die ist so bequem. Ja, ich habe die mir in 34 geholt. Aber die sitzt trotzdem, also die sitzt irgendwie richtig gut. So, wisst ihr, weil sonst habe ich voll auf, dass die hier so abstehen. Und die hat so voll den weichen Stoff. Das finde ich wirklich grandios so. So. Und ich muss auf jeden Fall dran denken, dieses Top mitzunehmen und das umzutauschen bei Zara. Ich gehe normalerweise immer in Jogginghose, aber let's impress them at work. Guck, so sieht die Hose aus. Süß. Ja, ne? Sehr schön. Die sitzt voll gut. Cool. Perfekt. Richtig schön. Hello, friends. I'm laying in bed.
Ich habe gerade noch meinen Koffer zu Ende gepackt. Es tut mir leid, dass ich mich nicht so viel gemeldet habe irgendwie in dem Vlog. Und auch so in Köln und so habe ich gerade gemerkt, weil ich das Video gerade geschnitten habe, nicht so viel gefilmt habe. Ja, wir hatten einfach ein bisschen Quality Time und irgendwie habe ich dann nicht so viel gefilmt. I'm very sorry. Ich habe gerade mit Malti gesnappt. Ein Glück, denn ich hätte einfach meinen Reisepass nicht mitgenommen. Ich bin wirklich die ungeplanteste Person, die es gibt. Nein, geht. Aber wie kann man einen Reisepass denn nicht mitnehmen? Das ist ja... los. Hab ihn, seht ihr? So ungeplant bin ich gar nicht. Ich weiß ja, wo meine Sachen sind. Ich freue mich unnormal auf diesen Urlaub. Ich glaube, es wird richtig nice. Ich bin mal wirklich sehr gespannt, wie es wird. Und nur, dass ihr Bescheid wisst, ich werde da auf jeden Fall keinen Urlaubsvlog oder so machen, weil die Mäuse, mit denen ich fliege, nicht in meinen Videos drin sein wollen, was ja auch voll in Ordnung ist. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Deswegen, ich schneide jetzt noch das Video zu Ende, dass es dann am Sonntag online kommt, obwohl ich Sonntag ja nicht da bin. Und ich bin actually sehr müde, deswegen, ich hoffe, dass ich das jetzt noch hinbekomme. Dann gehe ich pennen. Und ansonsten, Leute, war es das mit meinem Video. Ich werde morgen noch ein bisschen zu Ende packen. Die Mäuse, mit denen wir fliegen, haben gar nicht gesagt, wann wir jetzt morgen losfahren. Deswegen stelle ich mir einfach mal einen Wecker so auf 6:30 und hoffe, dass wir erst um 9 losfahren. Naja, und noch nicht um 8. Aber schauen wir, was wird. Auf jeden Fall war es das mit meinem Video. Ich hoffe sehr, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, würde ich mich über mein Däumchen nach oben freuen. Und wir sehen uns hoffentlich in meinem nächsten Video wieder. Bye!